selber Prototyp. Ich wollte dich nicht beleidigen, Rufus. Du kennst meinen Namen? Natürlich kenne ich den. Ich habe ihn dir ja selbst gegeben. Was soll das denn jetzt? Zugegeben, nicht mein kreativster Name. Du stammst aus einer Reihe von Prototypen, die der Massenproduktion des Organon voranging. Nur drei überlebten. Prototyp A, Prototyp C und du. Prototyp R. A und C? Argus und Kletis. Und R wie Rufus. Genau. Rufus steht für rothaarig. Ich dachte, ich könnte euch anhand der Haarfarbe unterscheiden. Aber ich habe es nie hinbekommen, dass die Haarfarbe die Pubertät überdauert. Leider war das nicht die einzige Macke. Alle Prototypen hatten Probleme, bevor ich die richtige Mischung fand. Die Klone waren als entbehrliche Arbeitskräfte konzipiert. Ich nahm euch den Respekt vor dem Leben. Leider führte es dazu, dass viele von euch auch keine Angst vor dem Tod hatten. Es gab diverse Unfälle. Wer bist du? Mein Name ist Hermes. Ich habe früher diese Klonanlage geleitet. Da musst du ja uralt sein. Technisch gesehen bin ich erst seit 2 Tagen am Leben. Ich klone mich regelmäßig neu. Das hält jung. Aber meine Gene sind alt. Die Abstände werden immer kürzer. Warum stirbst du nicht einfach? Warum sollte ich? Mir geht es super. So siehst du gar nicht aus. Mein Gott, akzeptier's doch. Deine Zeit ist abgelaufen. Im Gegenteil, ich bin topfit. Oh, könntest du kurz... Wie ekelig. Danke. Wo war ich noch stehen geblieben? Du bist topfit. Ach ja, genau. Wie ein Turnschuh. Warum lässt du mich nicht sterben? Genau genommen warst du tot. Ich habe deine Überreste geklont. Ja, aber warum? Ich hätte es verdient, tot zu sein. Sei nicht so hart zu dir. An so einem schönen Tag sollte niemand tot sein. Das ist kein schöner Tag. Ich habe alles vermasselt. Oh, kann es sein, dass da jemand einen kleinen Schuldkomplex hat? Egal, was du getan hast. Komm darüber hinweg. Das Leben geht weiter. Das nennst du Leben? Das ist kein Leben. Das ist maximal ein billiger Abklatsch vom Leben. Ein Plagiat. Eine künstlich erzeugte, schlechte Imitation. Oh, hier ist nichts künstlich. All meine Klone sind aus komplett biologischem Anbau. Sagtest du nicht, dass du die Zutaten im Müll gefunden hast? Biomüll. Alles ganz natürlich. Oh, bis auf die Nukleinsäure. Die wird aus radioaktivem Schlamm synthetisiert. Das ist nicht wahr. Doch, das ist es. Aber es kann nicht sein. Ich bin nicht wie die Organons. Das habe ich auch nicht behauptet. Es stimmt zwar, dass ihr fast identische Gene habt, dieselbe Respektlosigkeit vor dem Leben, aber eine Sache ist dir zu eigen, die ihnen fehlt. Sexappeal. Hoffnung. Ja, und Sexappeal, nicht wahr? Ich bin nicht wie Kletis oder Argus. Natürlich nicht. Kletis hatte eigentlich mal grüne Haare und Argus blaue. Ja, ich hatte jetzt nicht an die Äußerlichkeiten gedacht. Die beiden sind hinterhältig und falsch. Das bin ich nur, wenn niemand zuguckt. Die beiden sind arrogant und selbstgefällig. Ich hingegen bin super. Die beiden sind gemeine Arschlöcher und ich bin ein... Wow, komm mal runter, Alter. Ihr seid nicht identisch, weil du viel mehr bist als nur die Summe deiner Gene. Jede Erfahrung, jede Erinnerung addiert sich zu der Persönlichkeit, die du heute bist. Du meinst, wir waren mal komplett gleich, aber ich hab dazugelernt? Exakt, Dukowski. Naja, zumindest so ähnlich. Das Gen zum Dazulernen wurde bei dir falsch exprimiert, aber der Rest stimmt. Wenn ich ein Klon wäre, müsste ich dann nicht wieder ganz jung sein? Eine gute Frage. Siehst du diese Behälter da drüben? In diesen Reifungskammern kann ich den natürlichen Alterungsprozess simulieren. Du kannst deine Klone also bis zu einem beliebigen Alter reifen lassen. Genau. Warum hast du dich dann so alt gemacht? Sei nicht so unhöflich. Wenn ich ein Klon bin, ja? Warum habe ich dann immer noch denselben Mantel an? Ernsthaft? Ach, schon wieder die Klamottenfrage. Verdammt nochmal, ich erschaffe Leben. Man sollte denken, dass das im Zentrum der Verwunderlichkeiten steht. Aber nein, immer fragen alle nach den Klamotten. Entschuldigung. Wenn ich ein Klon bin,
Warum kann ich mich dann an alles erinnern? Ah, du passt ja auf. Natürlich passe ich auf. Das war in deinem Design eigentlich nicht vorgesehen. Aber na gut, die Technik dahinter ist eigentlich ganz einfach. Mit einem Ganzkörperscanner wie diesem hier kann ich ein komplettes Speicherabbild deines neuronalen Netzes anfertigen. Beim Reifungsprozess werden in diesen Klonkammern dort mit Hilfe von winzig kleinen Messern die sich neu bildenden Nervenbahnen in die richtige Position getrimmt. Man kann sich das so ähnlich vorstellen wie beim Beschneiden eines Bonsai-Bäumchens. Mit dem Unterschied natürlich, dass das Gehirn viel komplexer ist und die Schnitte innerhalb von Nanosekunden... Entschuldige, was war das nach nicht vorgesehen? Nicht so wichtig. Toll. Das Leben geht eben nicht weiter. Es war alles umsonst. Hippodia ist verloren. Genau wie Goal. Und es ist alles meine Schuld. Warum soll ich dieses scheiß Leben eigentlich noch weitermachen? Weil es noch Hoffnung gibt. Das Leben geht weiter. Das Leben geht weiter. Wie stellst du dir das vor? Willst du mit dem Apparillo da etwa ganz Deponia klonen? Ich zeig dir jetzt mal, was ich von diesem bescheuerten Ding halte. Nein, Rufus, tu es nicht. Na, dann halt mich doch auf. Oh, oh. Tu es nicht! Aua! Oh, oh. Lass das! Eigentlich will ich das auch gar nicht. Nimm das! Nicht doch die Maschine! Was können wir denn noch so? Hier ist doch noch ein Stahlträger. Machen wir den auch mal kaputt. Stopp! Oh, oh. Nein! So! Jetzt bist du dran! Was hast du getan? Du hast alles kaputt gemacht! Jetzt war alles umsonst! Na endlich, er hat's verstanden! Du hattest mit allem recht, außer mit einer Sache. Das alles... ist meine Schuld. Ich war es, der damals geglaubt hatte, Deponia sei nicht länger bewohnbar. Und ich habe den Evakuierungsplan entworfen. Ich habe Elysium erdacht und den Organon erschaffen. Als es dann soweit war, kamen mir Zweifel. Ich blieb auf Deponia zurück, um nach einer besseren Lösung zu suchen. Ich hatte alle Zeit der Welt und habe trotzdem versagt. Meine Zeit ist abgelaufen. Ich kann nicht wieder gut machen, was ich getan habe. Ich dachte, ich hätte es verdient, mit der Schuld zu leben. Aber selbst das war noch zu optimistisch. Denn wo Leben ist, ist auch Hoffnung. Ich habe nur verdient, mit der Schuld zu sterben. Heul doch! Was? Goal? Ja, das... Goal? Was zur Hölle? Sie ist immer noch tot. Was hatte ich auch erwartet? Aber irgendwas hatte Hermes doch mit ihr vor. Er wollte sie doch nicht etwa... Ich sollte dringend mal mit ihm reden. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Kann ich hier irgendwas... Stufe 3? Diese Anzeige ist anders, was die wohl zu bedeuten hat. Aber solange sie grün leuchtet, wird schon alles in Ordnung sein. Oh. Warte! Tu es nicht! Es ist zu spät, Rufus. Du hattest recht. Es gibt keine Hoffnung mehr. Nein! Ein Scheißdreck! Was mache ich denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Stechuhr? Noch ist nicht aller Tage Feierabend. Meint es aber jemand ernst mit den Überstunden? Der Arbeitsantritt liegt so weit zurück, dass die Löcher schon wieder zugewachsen sind. Oh Mann. Man meint es aber der Arbeit... Was denn? Immer noch kein Feierabend? Das muss wohl daran liegen, dass die Löcher vom Arbeitsantritt schon wieder zugewachsen sind. Äh...
Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Können wir da irgendwie ölen oder so? Ich weiß ja nicht. Ob das hier wohl eine der fehlenden Zutaten ist? Ich weiß ja nicht recht. Ha, Schwamm drüber. Puh. Das Öl scheint noch als Fett durchzugehen. Glück gehabt. Ah, wir müssen wahrscheinlich jetzt die Zutaten zusammenpacken. Wie heißt es doch so schön? In der Not frisst der Teufel Kakerlakeneier. Na, was habe ich gesagt? Die Eiweißanzeige ist gestiegen. Und die für Kohlenhydrate gleich mit? Am Ende waren das tatsächlich Kakerlakeneier. Ein bisschen Öl sollte ich mir aufsparen. Es ist eh nicht genug Fett, um Goal wiederzubeleben. Aber nicht, dass ihr der erzählt, dass ich das gesagt habe. Wasser. Wasser ist doch bestimmt. Na, ob das wirklich noch gut ist? Ah, ich wusste doch, dass mit der Plörre was nicht stimmt. Außer der Wasseranzeige ist auch die für Mineralstoffe gestiegen. Bah, wurscht. Auf diese Weise habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die Frage ist, was ist die... Also bitte, hier ist ein bisschen mehr Respekt vor dem Wunder des Lebens gefragt. Okay. Das haben wir jetzt alles irgendwie drin. So. Die Frage ist, was kommt denn da noch rein? Hier kommen wir ja nicht raus, anscheinend. Dann müssen wir wohl erstmal zum Domizil. Da gab es ja auch nichts mehr, da hatten wir nur die Ölmühle. Gehen wir mal raus. Hier lang. Zum Klönlabörchen. Dann gucken wir mal auf die Konsole. So, Rufus haben wir hier, alles klar. Ja, dann, hä? Ah, hier ist auch noch ein Knopf. Verstehe ich nicht so ganz gerade. Rufus? Organon. Ah, Hermes. So, ich will doch einen Hermes herstellen. Wieso geht das nicht? Verstehe ich nicht ganz gerade. So, irgendwie die... Nee, Steckkarte können wir auch gar nichts machen. Diese Anzeige, was die wohl zu... Aber solange sie... Ah, hier ist ein Hebel. Ups, ich wollte natürlich eigentlich nur einen haben. So ein Mist! Jetzt schmeißen sie sich wahrscheinlich auch runter. Halt! Ah, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. So. Und zwar zum Klonlabor zurück. An die Konsole. Wir müssen 3 Stück herstellen. Dafür brauchen wir allerdings ein paar mehr Zutaten. Bevor ich mir noch einen Hermes hole, sollte ich erstmal die alten aufbrauchen. Ah ja. Kann ich mir eigentlich noch einen Rufus holen? Das kommt nicht in die Tüte. Ich bin einmalig. So, mehr oder weniger. Kann ich vielleicht nur einen Rufus? Das kommt nicht. Ich bin mehr. Ein Organon? Oh nein. Von diesen Typen gibt es wirklich schon mehr als genug. Da hatte natürlich recht. So, wir brauchen 3-mal den Hermes. Bevor ich mir noch... So, gehen wir nochmal zurück. Wir müssen irgendwie da unten rein. Von hier aus kommen wir ja nicht dahin, ne? Gibt's doch Rohr. Hier können wir durch. Ah. Jetzt geht das schon wieder los. Vampir schnabelt hier. Oh, oh. Alles voll. Sind jetzt ein Loch tiefer, okay. Jetzt kann ich vielleicht mal hier reingucken. Schön brav sein, hörst du? Ein Vampirschnabeltier. Die Sorte kenne ich ja noch gar nicht. Na komm. Nicht doch. Kann ich ihn einölen? Na, mein Kleines, hast du Hunger? Nicht doch. Vampirromantik, aha, interessant. Errungenschaft wieder. Einmal entwerten, bitte. Ah,
Danke. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ist ja schon gut. So, einmal zurück. Das Rohr können wir wahrscheinlich nicht gucken, habe ich mir gedacht. So, dann zum Innenhof. Zum Domizil. Runter. Und dann einmal an die Stechuhr gehen. Ich weiß nicht, was es bringen soll, aber man kann es ja mal probieren. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben einen neuen Überstundenrekord aufgestellt! Damit Sie sich immer an diesen schönen Augenblick erinnern können, erhalten Sie eine tolle Gratifikation. Knoblauch! Denn gerade im Alter ist Knoblauch gut fürs Gedächtnis. Und Ihren Überstunden nach zu urteilen, sind Sie jetzt sehr alt. Viel Spaß bei Ihrem verdienten Feierabend. So, nehmen wir das mal. Zack. Und jetzt können wir auch endlich hier hin. Wahrscheinlich... Aha, jetzt können wir in den Imbisswagen. Da sollten wir genug Material haben für drei. Ein Hindernis nach dem anderen. Ich habe was weggeklickt. Ich schätze mal, Olivenöl wird helfen. Wunderbar. Ja, perfekt. Wer sagt's denn? Es hat tatsächlich funktioniert. Unfassbar. Kann es sein, dass ich gerade tatsächlich einen Verwendungszweck für Oliven entdeckt habe? Alles klar. So, Frittenfett. Pommesbeutel. Vor allem immer dieses glitschige Geräusch. Chlorofitz, Jodsalz. Was haben wir hier noch? Hatten wir hier noch was? Sonst ist hier nichts zu sehen. Dann in die Fabrikhalle. Dann mischen wir uns nochmal ein bisschen was zusammen. Das wird lecker. Natürlich wird es lecker. So, Knoblauch da rein vielleicht? Also bitte, ich suche hier nach dem Ba... Okay, alles klar. Endlich kommen wir zu den Grundbausteinen des Lebens. So. Alles da rein, bisschen salzen. Wie sagt man doch so schön? Was der frisst, das bist. So, Salz ist drin und Chlorofitz. Chlorofitz ist eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel. Es gab Monate, da habe ich mich von nichts anderem ernährt. Das ist noch nicht alles auf grün. Eiweiß fehlt noch ein bisschen. Wie sollen wir denn jetzt genug Eiweiß kriegen? Das reicht nämlich noch nicht für drei, sehe ich gerade. Wenn ich diese Anzeigen hier richtig deute, geben sie Auskunft über den Füllstand der Maschine. Okay, das heißt... Ah, haha, ich verstehe. Auch wenn es wahrscheinlich gleich wieder ein bisschen brutal wird. Wir wissen ja, ne, wie Knoblauch mit Vampiren zusammenhängt und so. Na, mein Kleines, hast du Hunger? Wobei... Ach, egal, friss! Goldig. So. Schön brav sein. Jetzt hörst sollten du? Wir das Ei nehmen können. Oder gleich alle, natürlich. So, und brutal wie es auch ist, das sollte auf jeden Fall genug, weißt du schon, Eiweiß liefern. So. Ne, weil Eier und so. Alles klar. Ab in den Trichter damit. Naja, Kochmütze auf natürlich. Zack. Und da hätten wir Eiweiß. Zum Glück gibt's keine Anzeige für den Cholesterinspiegel. So, auf zum Innenhof. So, zack. Dann wieder hoch. Raus. Und dahin. So, an die Konsole. Und dann sollten wir mal eben drei Stück klonen können. Ist auf drei gestellt. Wunderbar. So. So ein Mist. Die wollen sich natürlich alle umbringen, aber der Rechte wird es wohl nicht schaffen. Stopp! So. Hey, was soll das? Wartet auf mich! Ach, verdammt! So. Jetzt kann ich mit ihm sprechen. Wahrscheinlich muss ich eh runter. Deswegen. So. Warum lässt du mich nicht einfach gehen? Tja, jetzt siehst du mal, wie das ist. Ja, aber was willst du denn noch? Du hast es doch selbst gesagt. Alles ist verloren. Das dachte ich auch. Aber dann habe ich Goal gefunden. Was hattest du mit ihr vor? Kann man sie noch retten? Ach, du kennst das Mädchen? Sie fiel kurz nach dir vom Himmel. Ihr Gehirn war noch nicht ganz tot. Der Rest war ziemlich hinüber.
Darum habe ich einen Klon angefertigt. Er hat lange genug überlebt, um einen kompletten Scan durchzuführen. Hier, damit lässt sich deine Freundin klonen. Auch wenn ich nicht weiß, was das bringen soll. Eponia ist verloren. Lass das mal meine Sorge sein. So, dann auf zum Domizil, einmal raus. Und zum Klonlabor. Und dann hoffe ich mal, dass wir irgendwie... Passt, wie gemalt. Goal. Sehr schön. Kein Bild, kein Ton. Ich schätze mal, dass... Ja, zwar auf Rot. Die Anzeige hat angefangen zu blinken. Ob das was zu bedeuten hat? Ach, egal. Wird schon schief gehen. Oje. So, dann mal rein ins Vergnügen. Ich rette dich, Goal. So, das war's mit der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass mir doch einen Kommentar da oder auch ein Like. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn du ein Abonnent bist, vielen Dank fürs Abonnieren. Wenn nicht, dann jetzt sofort abonnieren.